Wow, nicht schlecht. Und hier triffst du dich gleich mit Charlie, um eure nächste Kollektion zu besprechen. Nein, mit Charlie treffe ich mich gleich bei ihr zu Hause. Ich bin nur hier, um kurz was mit Rebecca zu besprechen. Also wenn es nicht zu lange dauert, dann kann ich gerne warten. Also Ben, ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Aber das war sehr nett, dass du mich hierher begleitet hast. War mir wie immer ein Vergnügen. Rebecca, wir sind noch nicht fertig. Du kannst die Kollektion nicht einfach canceln. Dazu hast du kein Recht. Sagt wer? Sage ich. Und wer weiß, ob Hagens Nachfolger dich überhaupt weiterhin als Geschäftsführerin bei LCL einsetzen wird. Wen denn sonst? Außerdem bin ich gerade noch Chefin. Entschuldige mich, Ben. Ich muss da mal kurz was klären. Ja, schade eigentlich. Ich wollte dich gerade um eine Führung bitten. Ja, dann sei doch so nett und frag die Empfangsdame, ob sie dich rumführt. Seid ihr von Sinnen? Noch weiß niemand, Hagens Rücktritt gescheit und das soll auch so bleiben. Wie auch immer die Wahl von Hagens Nachfolger am Ende ausgehen wird, bis dahin wirst du dich mit Tanja arrangieren müssen. Du weißt doch selbst am besten, wie schwer das ist bei Tanja. Jetzt wartet doch mal ab. Vielleicht sagst du ihr ja bald bloß lang. Ja, bei dem Gedanken fällt mir der Umgang mit ihr schon viel leichter. Danke für den Tipp. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss. Nanu, du bist ja noch hier. Ich habe gerade eine sehr interessante Führung bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass dir sowas hier gefällt. Mir gefällt doch alles, was mit dir zu tun hat. Lass uns noch ein Stück zusammengehen, bevor ich mich mit Charlie treffe. Ja? Warum lässt du deinen Termin nicht einfach sausen? Also ich wüsste da wesentlich spannendere Alternativen. Das klingt verlockend, aber leider nein. Ach du meine Güte. Die Presse will mehr über Hagen von Lahnsteins angeblichen Rücktritt wissen. Niemand diskret mit solchen Informationen umgehen kann. Herrgott nochmal. Ich kann doch da jetzt unmöglich rausgehen. Die fallen doch über mich her, wie die Hyänen. Oh Gott, vor Königsbrunn werden die auch schon warten. Mit Sicherheit. Deswegen kommst du jetzt erstmal mit zu mir. Nein. Vertrau mir. Vertrau mir. Alles gut. Meine Herrschaft. Hat man Sie denn gar nicht darüber informiert, dass die Pressekonferenz im Hotel Pridurki stattfindet? Pridurki ist übrigens russisch und heißt Idioten. Das ist wirklich wahr. Das ist sehr großartig. Oh Gott, und wie die gelaufen sind. Wie die Lemminge. Wunderbar. Denn du hast mich gerettet. Du überraschst mich immer wieder. Das ist der Sinn der Sache. Da drüben, da habe ich übrigens mal gewohnt, als ich noch Kunstgeschichte studiert habe. Ach komm, das gibt's ja gar nicht. Ich wohne auch in der Straße. Was? Das nenne ich Zufall. Ja, ich habe mir da eine möblierte Wohnung gemietet, solange wie ich hier zu tun habe. Ich habe in einer WG gelebt damals. Ah, da wolltet ihr bestimmt die Welt verändern. Ja, das wollten wir. Aber während einer Studienreise in die USA habe ich mich dann unsterblich verliebt und dann bin ich schließlich ganz ausgewandert. Mhm. Wie romantisch. Ja, das war sehr romantisch. Aber statt die Welt zu retten, bin ich Geschäftsfrau geworden. Und mit meiner ersten eigenen Kosmetikfirma hat dann alles angefangen. Und heute leitest du deine eigene Dessous-Firma. Ja. Damit rettest du vielleicht nicht die Welt, aber so manche eingeschlafene Ehe. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Hier sind wir. Das ist doch nicht möglich. Gleich hier. Ja. Du sagst mir jetzt aber nicht, dass dein Apartment im ersten Stock. Also von den dreien auf der Etage ist meins das. Das mittlere? Ganz genau. Oh, nein. Na komm. Sehr schick. Ja, wenn alles zu perfekt aufeinander abgestimmt ist, dann verliert es an individuellem Charme. Ihr hattet ihn bestimmt auch hier. Ja, Apfelsinenkistenschaum.
Aber das hat uns nichts ausgemacht, weil die Dinge, von denen wir geschwärmt haben, die haben wir uns als Studenten sowieso nicht leisten können. Da, das war mein Zimmer. Es war unmöglich gelegen. Ich habe immer gehört, wann wer mit wem nach Hause gekommen ist. Oh Gott, die Tür. Diese Tür, die hat nie richtig geschlossen. Nie. Oh, das ist aber gar nicht gut. Vor allem, wenn man mal ungestört sein will. Ungestört? Nein, das war man hier nie. Die Wohnung war immer voll mit sehr ernsthaft diskutierenden Menschen. Und es gab immer einen Anlass für eine Party. Da wäre ich ja zu gern dabei gewesen. Na? Komm, erzähl mir noch ein bisschen von deiner wilden Zeit. Erzählen. Also, wie das früher üblich war, also heute ja auch noch üblich ist, das Wichtigste hat sich immer da in der Küche abgespielt. Ich erinnere mich noch an den Abend vor meinem Auszug. Wow. Da haben meine Mitbewohner für mich eine Abschiedsparty gegeben und wir haben alle, warte mal, da, nein, da, auf der Wand unterschrieben. Da hinten? Ja. Da müssen die Unterschriften ja noch da sein. Ach was, nein. Nein. Das ist die Wand. Voilà. Das ist ja unglaublich. Guck mal da. Da ist mein Name. Ein bisschen zu früh für Wein? Ach was. Stell dir vor, du bist in deiner alten WG. Du hast mich gerade von der Uni mit nach Hause genommen und wir haben uns gerade geraubte Küsse angesehen. Oder einen anderen Film von Truffaut? Woher weißt du, dass ich Truffaut-Filme liebe? Ich hab geraten. Ach. Weil er mit Abstand die schönsten französischen Liebesfilme gedreht hat. Ja, das stimmt. Okay. Wie wäre es jetzt weitergegangen? Also erstmal, ich habe nie Studenten mit nach Hause gebracht. Das glaube ich dir keine Sekunde. Gut, mal angenommen. Ich hätte das vielleicht wirklich getan. Dann hätte ich nach dem Film ein sehr gefühlvolles Chanson aufgelegt. Und dann hätte ich gewartet, ob er mich zum Tanzen auffordert. Das gefällt mir. Wartet die Presse ja immer noch auf dich. Dann muss ich eben mit denen reden und das wird mir schon einfallen. Ich kann mich ja nicht ewig hier verstecken. Wieso nicht? Die Weinvorräte reichen noch für ein paar Tage. Ich danke dir für diese wunderbaren Stunden. Leider muss ich eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit beenden und weiter eingeschlafene Ehen retten. Natürlich. Das verstehe ich. Thank you.
wirklich, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben? Ja, so langsam wird's unheimlich. Das kann kein Zufall mehr sein. Nicht wahr? Du lebst in meiner alten Wohnung? Du liebst wie ich Filme von Truffaut? Und wir tanzen nach meinem Lieblingschanson. Und im Bett verstehen wir uns blind. Wir sehen uns ganz schnell wieder, versprochen. Versprochen. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Schmetterlinge und Herzen, ich sag's dir. Das soll ja kein Vorschlag sein. Daran siehst du nur, wo ich mit meinen Gedanken war. Nicht bei unserer nächsten Kollektion. Ich war heute bei Ben zu Hause. Das war unbeschreiblich. Stell dir vor, er wohnt in der gleichen Wohnung, in der ich während meines Studiums gewohnt habe. Nein, das gibt's doch nicht. Ja, ist das nicht verrückt? Wir sind uns so ähnlich, das hätte ich nie gedacht. Und als wir dann getanzt haben nach meinem Lieblingschanson, da war ich gleichzeitig 22 und trotzdem ganz nah bei ihm in der Gegenwart. Und seitdem sehe ich nur noch Schmetterlinge und rosa Herzen. Na, dann genieß es, du Schmetterling. Hallo. So, 100 Euro die Stunde, wie vereinbart. Okay. Ich werde Ihre Wohnung sicher noch ein paar Mal gut gebrauchen können. Das wird aber teurer. Ach, da wären wir uns schon einig. Wenn man eine Frau ganz für sich haben will, dann hat das eben seinen Preis. Und setzt eine exzellente Recherche voraus. Die hätte ich fast vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe mich seit langem nicht mehr so lebendig gefühlt wie mit ihm. Ich erinnere mich, dass ich das vor geraumer Zeit auch über einen Mann gesagt habe. Und heute bin ich mit dem verheiratet. Oh, Johnny, komm. Du, hör mal, Frank und ich, wir wollen später ein bisschen im Schneiders schlemmen. Habt ihr nicht Lust, mitzukommen? Schöne Frau. Ja, hallo, Peter. Warte mal. Frau Schneider, es ist mir eine Freude. Ja, mir erst, dass es so kurzfristig geklappt hat. Schön. Ja, ne? Frank Helmke, hallo. Ben Schöne, freut mich sehr. Ja, setzt euch. Elisabeth. Hallo. Da kommt schon der Champagner. Dankeschön. Danke. Ich empfehle euch übrigens den Hummer. Xavier hat gesagt, er bereitet ihn zu, dass er eine Ode an den Gaumen ist. Das klingt vorzüglich, Charlie. Ja, Elisabeth hat erzählt, Sie arbeiten bei der Kripo. Muss ich mich jetzt vorsehen? Würde ich Ihnen raten. Meine Leute observieren Sie bereits. Bitte? Nein, das ist die Art von Scherzen, die er gerne macht. Ganz und gar nicht. Ich möchte nur sicher gehen, dass Elisabeth bei Ihnen auch in guten Händen ist. Also, keine Dummheiten. Das wäre aber schade, wo die Dummheiten doch am meisten Spaß machen. Ja. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl, Prost.